Hey ho, hier ist der Warlin. Eine kleine Info zu den nächsten 8 Neta-Folgen. Die ganze Aufnahmesession über ist mir meine Facecam-Aufnahme abgeschmiert. Asynchrone, komplett von vorne bis hinten. Ist leider irreparabel, weil es unlinear asynchron ist. Das heißt, ich müsste einen extrem hohen Aufwand betreiben und selbst dann wäre es nicht genau passend. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, anstelle der Facecam ein Logo einzublenden, damit ihr da nicht diese ganzen Fehler beäugen könnt. Ist jetzt natürlich etwas störend, es tut mir auch sehr leid. Ich habe bereits Abhilfe geschafft, dass in Zukunft so ein Mist nicht noch einmal passiert. Also, die nächsten 8 Meter-Folgen sind da unten so ein kleines Logo, werdet ihr gleich sehen. Ich denke, man kann es überleben. Schaut es euch trotzdem an, ist ein geiler Scheiß geworden. Richtig tolle Aufnahmen dabei. Also, haut rein. Ciao. Herzlich willkommen, Brothers, zur ersten Folge Neater. Also eigentlich zur zweiten Folge, aber zur ersten Folge, wo Killer mit dabei ist. Hello. Oh yeah, Killer stampft hier gerade in den Müllsäcken herum. Hey Leute, wir haben das hier zwar nicht gerade aufgenommen. Sieht das geil aus. Dein Kopf guckt gerade so zwischen den ganzen Müllsäcken raus. Wir haben jetzt bestimmt, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde verbracht, uns zu suchen nicht, weil man findet sich ziemlich leicht. Man hat ja automatisch eine Map. Man kann sich hier eine Anfrage machen und dann sieht man direkt, wo wer ist und kann sich gut treffen. Wenn da nicht die Zombies wären und vor allem den ganz hart PvP, la, die haben eigentlich jedes Mal wegsnipen, wegholen. Vorhin wurden wir umgepumpt, wo wir uns schon getroffen haben. Das ist echt hart. Das war gerade ein Aufnahmetest, dann bam, waren wir tot. Ja, das ist hart. Nether ist sehr, sehr hart. Okay, du hast noch eine Brechstange für mich oder sowas? Ah nee, stopp, das war vorhin. Das war bevor die Schrotkugeln uns durchschlagen haben. Dann hebe ich mal hier die Magnum-Munition auf. Ja. Sollen wir uns raustrauen in die Wildnis? Ja, sollen wir uns das Ziel setzen hier auf der. Also, sollen wir einfach zum Riverside Outpost laufen? Der ist ja gerade hinter uns. River Penis. Passt neben uns. Mit diesem Dollarzeichen etwas links von uns praktisch. Riverside Outpost. Ich glaube, Weißt du eigentlich, was dieses Nether Reaper Time Left, dann Nether Search Time Left, 17:29, was haben diese Zeiten auf sich? Also ich glaube, manchmal finden so Events statt, zum Beispiel das Escort, was da oben ist, habe ich mal gemacht. Oh, halt, ich komme mal wieder ins Haus, wenn wir uns gerade die Map anschauen. Mhm. Das Escort, da hebt man dann so einen Koffer auf und der piepst und man kann nichts machen. Man kann ihn auch nicht mehr droppen und das lockt alle Viecher an. Man muss den dann wohl irgendwo hinbringen, glaube ich. Da ich aber allein war, wurde ich recht schnell gefuttert. Mhm. Und das Nether Search, ich weiß nicht, Search, Purge. Also ich weiß, vielleicht kann man da irgendwie Viecher killen dort. Oder da oben den Nether Reaper, vielleicht ist es irgendwelche besonderen Kill-Dinger. Da taucht vielleicht ein extra großes Viech auf, das einen angreift und man muss es killen, bekommt dann irgendwas Geiles. Also die droppen ab und an mal was, die Viecher. Hier haben wir auch eine Meldung, dass die Safe Zone under Attack ist. Ist diese Attack Time zu Ende in 54 Minuten oder startet die dann? Wissen wir nicht. Ist dann zu Ende. Also das habe ich auch schon mal in einem Video gesehen, man muss dann rein und irgendwie so Punkte aktivieren, während man angegriffen wird von den Kackviechern. Und wenn man die nicht aktivieren kann, wird die Zone automatisch nach einer Stunde wieder auf safe gestellt. Okay, das heißt, zurzeit ist sie nicht safe. Das heißt, wir können da jetzt nicht ungehindert reinkommen. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich hier zu diesem Riverside Outpost, auf dem ich jetzt schon ein Stück zugelaufen, also hier draußen eben, hier. Mhm. In diesem Outpost ist man halt ab einem gewissen Punkt dann auch sicher. Aber wir sind so cool. Und dann findet man diese Päckchen, von denen ich hier erzählt habe, und die kann man dann wiederum in anderen Outposts abgeben. Natürlich wäre das jetzt sehr unschön, wenn wir jetzt dann zufällig einen finden würden, der für die Safe Zone wäre, die gerade unter Attack steht. Aber da liegt alles Mögliche rum. Oh, und je weiter Gott, man, guck mal, was hier liegt. Sorry, dass ich unterbreche, aber wir könnten es benutzen. Alter, hock dich drauf! Wie geil! Kannst du Schau drauf hocken? Nee, leider nicht, aber fahr mal eine Runde. Wie geil! Oh mein Gott, das ruckelt ein bisschen. Warte, ich dreh mal um. Alter, wie geil! Man kann aber nicht. Doch, ich muss mit der Maus lenken. Oh fuck! Alter, wie geil das aussieht! Du musst mich gar nicht mal fahren lassen und filmen, wie ich fahre. Oh Gott, das ist sau schwer zu fahren, ne? Weil das ist noch ein bisschen verbuckt, das ruckelt ein bisschen. Warte, ich steig mal ab, bevor ich es ganz kaputt fahre. Nimm's mal kurz. Ey, wir müssen das irgendwo verstecken. Lass das mal irgendwo platzieren, wo es. Du hockst halt richtig drauf. Ich kann nicht mehr kurz. Ah, doch jetzt. Oh! Okay, warte. Du musst mit der Maus lenken. Das ist ziemlich hart. Oh! Vor allem, wie das ruckelt! Ja, das ruckelt bestialisch. Okay, warte. Aber es sieht cool aus, ey. Geil. Ey, komm mal, lass mal kurz auf die Mappe schauen. Irgendwo müssen wir das verstecken, wo es keiner findet. Wohin? Sollen wir ins Outpost ist auch blöd, ne? Da will jeder seine Pakete hinbringen. Guck mal hier, willst du nochmal aufsteigen oder so? Da hinten könnten wir hinfahren vielleicht. Mach du das. Obwohl, was? Ja, da laufen dann vielleicht alle durch. Was hat das mit diesen Zelten auf sich? Kann man da irgendwas verstecken, oder? Das habe ich noch nicht herausgefunden.
Boah. Ey, das Ding beschleunigt ja bestialisch, ey. Das ist so laut auch, ist krass. Ey, das ist ja cool. Soll ich ey. Da reinfahren ins große Haus? Lass reinfahren ins große Haus, genau. Vielleicht können wir es da irgendwie. Man kann so absteigen, dass es umfällt anschließen. Vielleicht kann man es dann hinter Müllsäcken oder sowas, weißt du? So hinlegen, dass es nicht sichtbar ist von außen. Guck mal hier. Moment, ich muss erstmal hinterherkommen. Ach so, klar. Guck mal hier. Ich weiß gerade gar nicht, wo die B. Sau laut das Ding, oder? Das hört man doch, dass ich. Ah, hier kann ich sogar noch eine Etage hochfahren. Bis Heli-Absturzstelle. Ah, du bist da gerade in dem Gebäude, nehme ich an. Ja krass, ich mach gerade einen ultra-mäßigen Wheelie. Ich muss nur absteigen. Ich sehe den Schatten. Gemacht. Ich sehe den Schatten, wo das Motorrad oben liegt. Also. Das Dach ist dazwischen. Aber egal. Den Schatten wird man halt immer sehen. Alter, wie geil. Glaubst du, wir sind so mit die Ersten, die sowas hier und knickel die Knack? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall ein fetter Zufall, weil eigentlich sind die ja viel zu selten, dass man direkt am Spawnpunkt 1 stehen hat. Ah, ich sehe dich gerade. Ja, lass am besten da liegen, genau. Ich hab's da in den Müll gestellt. Genau, jeder denkt, das ist Sperrmüll oder so. Und jetzt dann bestimmt nicht dem, weil es unter seiner Würde ist, mit Sperrmüll zu hantieren. Ich will nicht mit diesem sperrigen Müll. Guck mal, sollen wir zu dieser Abschnittstelle? Ja, komm, lass mal hingehen. Alter, wie wir hier rumtänzeln, wie so zwei. Weißt du, als gäbe es hier keine Monster oder keine anderen Spiele. Wir gucken jetzt mal, also direkt am Outpost, am Riversia Outpost. Hier ist auch eine 9mm Munition, ich picke sie mal. Leider keine Waffe. Für die wir dann die 9mm Munition bräuchten. Also eine Waffe ist immens wichtig, weil das meiste, was an dem Spiel Spaß macht, ist einfach auf Mädchenjagd zu gehen. Auf Mädchenjagd zu gehen. Kleine Mädchen findet man meist im Kindergarten. Ne, Quatsch. Kindergarten gibt's hier nicht, glaube ich. Leider gibt es hier keine. Schau mal, da vorne ist das wie so eine Feuerwehr oder sowas. Siehst du das? Oder so ein Military... Das ist der Outpost, das ist schon der Outpost. Achso, das ist der Outpost, okay. Da muss man nur aufpassen, bei dem ist es ganz besonders, der liegt halt etwas oberhalb. Also hier rechts ist jetzt irgendwo ein Eingang gleich. Und innen drin ist wahrscheinlich voll mit Viechern. Man kann aber reinsprinten und schnell einfach irgendeine Rampe hochlaufen, die du findest. Und dann, sobald du hochgegangen bist, bist du schon geschützt. Also dann könnte ich die Viecher nicht attacken, die gehen dann auch nicht dahin und man kann in den Dingern auch nicht schießen. Also du kannst anderen Spielern einfach mit Bobbes vorm Gesicht rumwackeln und sie können nichts dagegen tun. Guck, da genau vor uns steht schon einer, Vorsicht. Die platzen, glaube ich, wenn man sie einmal anhittet. Bestes. Also ich glaube, man muss hin, die schnell klopfen und dann wegrennen, dann da platzen sie. Manchmal droppen sie was. Was droppen die so? Waffen oder was? Was ich glaube viel Scheiße, aber viel Code. Ist bestimmt lustig, pass auf. Wenn es aber auch gerade angucken muss, der Sack. Bye, Bitch! Hey! Oh yeah! Pinata! Ich glaube, da hat nichts gedroppt, aber sah sehr, sehr gut aus, wie der geplatzt ist. Hier drüben geht's, glaube ich. Ne, halt, wo ist die nächste Rampe? Ah, hier ist eine Rampe. Perfekt. Einfach da hoch, genau. Safe Zone! Safe Zone! Liegt hier manchmal auch irgendwie Kram rum? Hier liegen nur diese Kisten rum und hier kann man auch an manchen Stellen in das in das globale Inventar gehen. Also mit diesen Tradern, das sind diese Trader, die grünen, die blauen und die roten Trader, die sind eben speziell für diese Kisten da. Hier, Crew Package, $236 und 590 Experience, you currently do not have, bla bla bla. Schau ich kurz ins Inventar. Ja, du musst es halt... Also genau, du musst auf der Map sehe ich wahrscheinlich. Du musst eben eskortieren hier rum. Nee, ich habe das Paket schon aufgehoben. Ich schaue jetzt gerade auf der Map, müsste ich ja eigentlich angezeigt bekommen, wo es hin muss. Du musst nur das Paket anklicken, dann steht bei dem Paket, wo es hin muss. Deliver this package to the Red Trader in the Westview Trading Outpost. Westview, mal gucken, wo das ist. Hier, ist da oben links. Ganz schön weit weg. Also ich habe hier auch eins gefunden, das muss leider nach Lakeside, also gerade in die Kacke, wo die gerade under attack ist. Deswegen werden wir das wahrscheinlich erstmal lassen. Ich nehme es aber trotzdem mal mit und wir können noch weitersuchen. Vielleicht finden wir noch ein Westview-Ding, dann nehme ich das gerade, dann hat jeder eins. Weil man levelt dann auch voll fett ab, wenn man so eins... Hier habe ich so einen Händler, so einen Trader, aber wir haben ja Level 3 oder 4. Und kann die... Na, wir haben hier nichts. Wenn du auf hart drückst, kannst du halt deinen Kerl halt skillen. Und das ist richtig geil. Wenn du da zum Beispiel in den Schleichskill gehst, ab Level 4 kannst du, wenn du auf C schleichst, hören dich die Netherviecher nicht mehr. Du kannst also einfach an denen vorbeischleichen. Das hat schon was. Sehe ich keine Kiste mehr. Die ploppen eigentlich so Stück für Stück auf, aber naja, kennst du nicht.
Vorne ist ein Schrottplatz. Schade, das ist. Ich bin mir sicher, irgendwann wird es kommen, dass man dann auch Autos fahren kann, wenn man halt irgendwie mit seinen Gruppenteilnehmern, ne, zusammen einsteigen kann und so Sachen. Ja. Das wäre ziemlich nice eigentlich. Aber das Moped war ja geil. Ich meine, theoretisch. Metaphysisch das Moped betrachtet. Physisch und theoretisch und physikalisch, kartoffelig. Könntest du in das Ding einsteigen und deinen Teil schon mal abgeben, aber dann fährst du halt alleine. Soll ich es einfach mal riskieren? Wir können es riskieren. Wir können noch ganz kurz, eigentlich, bevor wir das machen, da zu diesem Lagerfeuer runtergehen. Siehst du da diese zwei Zelte? Oh yeah. Da sind bestimmt Waffen. Oh, ich habe da gerade Bewegung gesehen. Im Augenwinkel. Spieler? Also weiter links auf dieser Gasse. Schau mal kurz auch hin. Ja. Oder war das irgendwie so ein fallendes Stück Papier? Also oft fliegen hier Papierstücke rum, ja. Da hast du recht. Kann natürlich auch, Ich habe Angst, Jenny. Okay, komm, wir sind einfach vorsichtig, damit schon nichts passieren. Okay, Jimmy. Gucken kurz, wie es hier runter geht. Weißt du, wir sind vorsichtig und fallen hier runter. Tot. Hier. Bei Days hätten wir uns jetzt beide Haxen gebrochen. Ja, und das Genick und die Finger und die Augenbrauen wahrscheinlich genau. Auch. Wahrscheinlich so ein Atompilz hätte das zur Folge gehabt, wenn wir da runterfallen. Ach, guck mal, hier können wir... Ich glaube, hier kann man gefahrlos. Das ist schön hier, dass man hier auch ein bisschen jumpen kann. Das ist bei Days ein bisschen arg übertrieben. Ja gut, ja, vielleicht ist es beim neuen Protected in 5, 4, ne. Man weiß es nicht. Also übrigens, das war die Gasse, wo ich eventuell Bewegung gesehen habe. Also. Oh, scheiße. Mal schnell weg hier. Ah, hier ist schon das Feuer, aber es ist ein Zaun zwischen uns und dem Feuer. Oh shit. Wir müssen nochmal, glaube ich, durch diese... Nee, guck mal, hier ist so ein Holz. Kann man da irgendwie hoch? Look at this. Oh. This is amazing. I can't go. Kind. Ah doch, geht. Jetzt beäugen wir es erstmal von oben. Okay, ich gebe dir von oben Backup.